Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit der Tibra. Grüß und euch. Mir, dem Anduin, grüß euch. Ja, nächster Auftrag, ein Klassiker, das Schlachthaus. Wir sind schon alle das bereit. Das Gemetzel. Und starten. Mhm. Also dann. Da raus, rüber. Ja, dann müssen wir da rüber. So, jetzt kommt der Transporter. Okay. So, und wir müssen dann gleich da vorne durch. Okay, wir umrüsten. So, und los geht's. Da kommt nämlich ebenfalls ein Geldtransporter. Aber nicht mit Kassetten, sondern da ist eher größere Ladung. There. Downstairs. Runter da, okay. Und was schaut ihr da rein? Da gibt's Sprengstoff drinnen. Mit dem sprengt man jetzt diese Tür auf. Okay. Die Aufträge sind teilweise wirklich witzig gemacht. Oh. So, und jetzt sind wir da in einem Schlachthaus. Und da hängt der Geldtransporter. Der hängt da an der Decke. Okay. Und den muss man jetzt aufbauen, das dauert natürlich eine Weile. Bis der Ding ist, verteidigt man das da. Ja. Ich stelle dann mal meine Sentries auf. Okay, Jerry geht's nicht. Und wir verwenden dann, wenn du schaust, da gibt es so Rollbänder. Die verwenden wir dann, um dieses Gold zu transportieren. Das ist eine riesige Goldladung. Mhm. Und die sind okay, natürlich, ich bring den Bohrer an. Kannst du machen. Bohrer und bei der Arbeit. Sehr schön. Okay, Ah. Okay. Mitspieler. Ja. Und wir warten, dass da wer reinkommt oder nicht reinkommt. Ja, wir sind schon auf der Seite. Okay. Da halt schauen, dass man wirklich immer die Munition mal gut aufsammelt. Da braucht man nämlich extrem viel. Okay. Wir müssen dann diese Geldpakete durch das komplette Schlachthaus transportieren. Und eben am besten machen wir das über diese Rollbänder da. Okay. Und dann auf der anderen Seite ist dann so eine Lagerfläche. Da kommen sie in einen Container rein. Dort dauert es dann auch wieder ran, bis der Kran das Ganze wegtransportiert. Ach, nett. Währenddessen verteidigt man immer diesen Platz. Wo? Ah, da! Ich sehe keinen. Immer schön in der Reihe aufstellen, Jungs. Das ist okay. Okay, ich werde mal Sicherheitshalter. Hui, das ist dein Sentry wird leer. Stell ihn hier nach. Bohrer starten. Okay, ich bin da vorne. Na, ich schon. Zwischen den. So, ich glaube, er ist gelaufen.
Okay. Nicht so lang dauert es nicht mehr. Ja, 20 Sekunden. Ah, da kommen sie. Okay, er müsste offen sein. Yep. So, jetzt das Gold, der Muster. Mir geht's da gerade nicht so recht mächtig. Und drauf da. Komm schon, ja. Eh schon. Hier und da vorne nehmen und. Und aufs nächste Flitzband. Aufs nächste. Genau. Ah. Und ich ziehe die Zentren jetzt in der Mitte, sodass wir von vorne und von hinten nur geschützt werden. Ups. Ich kann keins nehmen. Das ist sehr interessant. Vielleicht hast du schon eins. Ich habe ein First Aid Kit aufgelegt. Oh, wurscht. Oh, Scheiße. Geschossen. So, die Centers sind hinten abgebaut. Also schauen wir mal vor. Okay. Wenn sie da im nächsten, Stelle an, die decken dann unseren Rückzug. Okay. So, dann holen wir die anderen Sentries. So, ich warte auf sehr, sehr Bug auf. Ich nehme meine Sentries mit. Okay. Wo muss ich da jetzt hin? Hat schon jemand angezündet? Nein, glaube nicht. Ich glaube, einer holt gerade. Da drinnen ist ein Container, da können sie jetzt reinschießen. Benzinkanister habe ich. Ja, der gehört da hingelegt. Ich habe auch einen. Scheuer. Ach. Ich schmeiß das da mal hin. So, ich schmeiß ihn da dran. Und brennt schon. Okay. Ich bin etwas weh. So, bei dem Container, wo die Markierung ist, können jetzt die ganzen Geldtaschen rein. Mhm. Und ich stelle da wieder meine Sentries auf. Die werden wir dann nämlich gleich brauchen, wenn es richtig losgeht da rein. Ah ja. Ich werde beim Container ein paar Packs auflegen. Was liegt da? Da liegt auch ein Benzinkanister. Ja, ja, es brennt schon. So, da, ist, da steht das Sentry, da steht das Sentry. Ich stelle mir da nicht hin. Okay. Wird er jetzt abgeholt? So, bereite die Falle vor. Wer hat noch einen Benzinkanister? Ich habe keinen. Wo hast du einen stehen gesehen? Da hinten ist einer. Da, oder ist das... Na, da gehört einer hin. Wo ist der Benzinkanister? Ich glaub
Möglichkeit draußen? Na, da ist auch keiner mehr. Bei uns. Ich schaue mal da im Schlachthaus, wenn wo find. Nöp. Ich geh mit. Ah, ich hab ihn. Irgendwo liegt der. Na, für uns steht er. Okay. Ich hab ihn mit Kanister. Ah, alles klar. Ich finde das immer cool, dass eine ganze Gruppe hilft. Bist du? Ich krieg nicht einen Feuersupport von dem. So, ich bin wieder da. Okay. So, jetzt. Ich krieg mal was zum Nächsten, das war nicht. Ah ja, und was ist? Hm? Jetzt haben wir nicht ein Objekt, oder? Ja, genau. Schauen, wenn nichts mehr da ist, ne? Ja, ich glaube, im normalen Modus sollte das kein Problem sein. Aber ich weiß auch nicht, warum ich nicht darauf hin. Zivilisten werden nicht gemeuchelt. Aha, da hat nur ein neues Sinnbild. Aha. Ja, da schießt eins und das nicht für mich. In den Rücken schießen, du Feiger. Achtung, komm zurück. Nicht da ganz nach vor. Okay. Nicht an der Schleuse da vorbei, weil die Kästen drehen. Kommen da immer so durch. Da. So, dann schauen wir mal wieder raus. Die zurechtkommen da raus. Den nichts anstellen. Mhm. Das dauert ja wirklich lange, dass das gut wird. Ja, da oben ist halt so ein riesen Verladerkran. Wenn du noch umschaust, und der nimmt jetzt den Container und bringt ihn halt da nach vorne.
wo angeblich unser Boot oder so irgendwas liegt. Und wir müssen jetzt dann durch die Container durch, da ist dann ein Weg, den wir entlanglaufen. Okay. Aufpassen, wenn wir den entlanglaufen, gibt es dann immer wieder Fallen von den Polizisten. Das sind immer so kleine Krippen, die auftauchen. Und normalerweise auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sollte es kein Problem sein. Auf die höheren ist das recht spannend, weil der Platz sehr eng ist zwischen diesen Containern. Mhm. Und man da immer wieder auf so gepanzerte trifft. Beziehungsweise auch auf die Glocker, auf diese Nahkampfspezialisten. Ja. Und da wird es dann halt ziemlich heftig, wenn der Platz eng ist. Und du hast da zwei, drei von denen. Okay. Noch auf das Gold. Hm. Na Wahnsinn, ich hab bis jetzt glaube ich einmal aus meinem Minibag was rausgenommen. Und weg ist es. Ja. Ja, ich hab das verbraucht. Das ist richtig verbraucht. Sicher der mit seiner Senkel. Okay, wir können. Okay. Und zwar müsste da irgendwo ein offener Container sein. Da. Immer die blauen. Ah ja. Ist das? Ah. Der läuft schon wieder mal vorne weg, anstatt beim Ding zu bleiben. So, wo ist der nächste blaue da? Dadurch, ja. Und gleich gerade weiter. Scharfschütze da oben. Ja. Sorry, Robin. Sehen schon. Oh, nett aufgestellt, hallo. Weg sind sie. So, und damit sind wir auch schon fertig. Genau, da auf dem Lastwagen ist jetzt der Container drauf. Okay. Wer schießt auf mich? Nein. Ja. Was? Das kann das Feuer sein, da kriegt man Schaden. Okay. Ja, und damit ist das Schlachthaus erfolgreich beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo, Like, weiterempfehlen und so weiter. Und beim nächsten Mal wieder reinschauen bei Tibra und Anduins Chaos im PT2. Also dann. Ciao. Ciao. Happy Gaming.